So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel. Wir treffen heute auswärts auf den FC Sevilla. So. Jupp. Ja, nach unserer ersten Saisonniederlage geht heute mit Sevilla weiter. Wir haben ja in der Liga, haben wir ja gegen die Jungs verloren schon mal. Und zwar in der letzten Saison, und zwar Williams ist heute zu im Hause. Mittelpunkt. Er ist aktuell der beste Scorer der gesamten Liga, absolut überragend. Und mal sehen, ob er heute an die letzten Leistungen anknüpfen kann. Gleich geht's los. Ein tolles Stadion, das Ramón Sánchez Pizjuán. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Willkommen in Sevilla. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. FC Sevilla gegen Athletic Bilbao. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Sehen wir die heutige Aufstellung des FC Sevilla. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Also viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie Sie das umsetzen. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor, Iker Muniain steht mit Mikel Oyarzabal auf dem Flügel. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Ja, ich befürchte, dass wir noch einen zweiten Stürmer kaufen müssen. Wir brauchen noch einen Top-Torjäger. Nimm halt eben Williams. Maurice ist kein schlechter, wieder Libre ist kein schlechter, aber scheinbar scheint es international nicht zu funktionieren. Doch dieser Nützans, die Lage, also die Durchsetzungsfähigkeit gefehlt hat so ein bisschen. Na dann, auf geht's, Spieltag 7, 8. 8 muss es sein, ja. So, wieder zurück in die Liga. Jetzt haben wir da alles gewonnen und ich hoffe, dass das so bleibt. Williams. Williams kann sich Williams. Stark verteidigt. Gut aufgepasst da. Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Iñaki! Iñaki! Klar, das ist immer ein Grund zur Freude, wenn du so früh das erste Tor machst. 0-1, achte. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch, tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Antritt. So kann man schon mal reinkommen. Sevilla ist hinten, Spiel geht weiter. Thüram, Markus Thüram. Und jetzt gib ihm. Auf außen sind die Räume da für Oyarzabal. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Ich wollte jetzt etwas anders spielen. Uribe. Acuña ist das. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch die. Boah, der zweite Passfang. In diesem Spiel. Acuña. Ja, da war massiv Bums gehabt dabei, ja. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Muni ein. Setzt sich gegen 2 hier durch. Setzt sich gegen 3 hier durch. Ah, Muni ein. Und wieder Guardiol. Acuña. Die Torschütze. Dabei war der gar nicht so schlecht, weil war
machen sie Platz. Klasse dazwischen gegangen. Olmo. Jetzt hat er gerochen, dass der Muniain da durchstartet. Muniain! Da ist vielleicht Platz für Sevilla. Thuram. Klasse durchgesetzt. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Williams. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat Guardiola gut gepasst. Macau. Immobile. Ja, der Ball läuft wirklich hervorragend bei Sevilla. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Sie unterstützen gut. Ciro Immobile. Den Ball hat die Abwehr. Der Ball war ziemlich harmlos. So, aber guck mal, was hier zweiter passiert. Hier müsste das hier für sie laufen, das ist ja keine Frage. Aber wo sind die Chancen? Wo sind die klaren Chancen? Und so ist es eben nur ein Unentschieden. Jetzt müssen sie erstmal in der Defensive aufpassen. Holmer! Abseits. Leider kein Tor. So, wie wir haben sie doch gelb wegen seinem Foul vorhin. Ocampos. Immobile. Da ist er alleine durch. Kepa. Kepa macht es sensationell, hält diesen Ball. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Jetzt die Ecke. Und den Ball hält er problemlos. Muniain jetzt. Williams. Williams, Williams, Williams. Bruno mit der Parade. Chance zur Führung. Und reines Glück. Sind sie hier wieder vorne. Sie setzen nach und belohnen sich dann am Ende kurz vor der Pause. 1-2 für den Meister. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Abpfiff. Das war die erste Hälfte. So, hat's doch noch zwei. Wir machen weiter mit der zweiten Hälfte. Bilbao hat sich vor der Pause eine knappe Führung erspielt. Also, wir haben unsere Führung. Kann aber mal durchsetzen jetzt. Erneut das Tor. Zwei Tore vor. Mais, wer hat noch nie irgendwas gesagt von wegen, wir brauchen noch einen zweiten Stück? Gibt's doch da vorne rein. Enzo, Mais. Und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Oh, 3-1 heißt es also jetzt. Also 3-1 jetzt die Führung für Bilbao beim Tabellenvierten aus Sevilla. Immobile. Diesen Ballverlust hat er förmlich erzwungen. Acuña, der Torschütze. Navas. Das kann was werden. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Wird Freistoß gegen Sevilla geben. Hätte aber laufen lassen können, die Situation. Sevilla.
Oyarzabal. Jetzt kommt die Flanke. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Imanol. Imanol! Und der Ball geht knapp über die Latte. So schlecht war der gar nicht. Sevilla Wechsel aus. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Das macht er gut. Thüram, meines Meinung nach Absatz. Thüram! Tor. Jetzt weiter Gas geben, dann können Sie den Ausgleich noch schaffen. Wir haben ja dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst. Ja, ich werde es wechseln müssen. Ich werde Viviane draußen müssen, weil der hinten sonst gelb vorbelastet ist und mir wahrscheinlich damit gelb-rot vom Platz fliegt. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen durchmischen müssen. Der Steilpass, da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. So, drei. Also. Da ist alles drin. Muni ein. Da ist jetzt gerade keiner dabei. Ist keiner da. Wirklich angreift. Schön abgeblockt. Muss man so aufpassen, nicht dass der hier zum Elfmeter kommt. Kurzer Blick auf die nächste Partie für Bilbao. Thüram. Es geht gegen Atletico Madrid im nächsten Saisonspiel. Und da dürfte es ein richtig enges Match werden. Nein. Ganz alleine. Oh, Campos, viel zu überhastet. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenchance, aber das war zu schwach. Den hält er. Dani Olmo. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Jetzt ist wieder weg. Kehr. Nochmal die Unterstützung von den Rängen, die Hoffnung auf den späten Ausgleich, sie lebt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Es wäre ein ganz, 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 ganz wichtiger Sieg, wenn der hier. Eckball. Und der Darwin Fach. Henri, Vidal. Ecke. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Sie nehmen die kurze Variante. Da ist die Hereingabe. Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik am Ende. Gott sei Dank. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Gomez. Der Ball gewinnt. Und das darf nicht passieren, dieser Ball. Ja, sie richten es irgendwie so gerade noch. Aber wie Sevilla auch drauf geht jetzt gerade so ein bisschen. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Vielleicht haben sie es aber mal. Oh, go, Isabel. Er lässt den Gegner stehen. Da ist die Flanke. Er bringt den Ball nicht raus. Ne, nichts wirklich. Erstmal Gefahr bereinigt. Vielleicht die Konterchance. Jetzt ist der Platz da. Und jetzt hat man 3 gegen den Keeper. Klasse aufgepasst vom Torwart. Und das macht Keeper Weltklasse. Wenn der den mir nicht hält, jetzt hier. Gute Balleroberung. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Sie müssen sie jetzt ein bisschen weghalten. Hakonia. Tecatito. Vielleicht die letzte Chance hier noch den Ausgleich. Abseits. Schlusspfiff in dieser heutigen Partie. Die Gäste haben gewonnen. Und dann irgendwie gewinnen wir Sevilla ebenfalls. Wie gegen Granada. Knappen Ligasieg. Das hätte auch anders ausgehen können. So, 3 Punkte sind 3 Punkte. Am Ende fragt keiner danach, wie. Wir haben sie auf jeden Fall. Alles andere ist erstmal unwichtig. So. Gut. Wir haben die Punkte. Wir haben 7 Punkte jetzt Vorsprung. Der weg hier. Ich leihe meine Spieler nur mit einem Dings. Keine Sorge. So. Gut. Nächster Gegner ist Atletico Madrid. Und das sehen wir uns in der nächsten Episode an. Bis dahin oder Wiedersehen.